in Deutschland und überall auf der ganzen Welt gibt es Regionen mit besonderen Dialekten und Allerweltswörter. Man sagt auch uns hier in Norddeutschland einen gewissen Slang nach. Und auch wir nutzen gerne ein solches Allerweltswort. Das bedeutet, dass dieses Wort möglichst oft im Alltag verwendet wird. Das Verrückte an dem Wort ist, gebraucht man es, es passt immer. Wie es heißt? Es heißt Watt. W-A-T, Watt. Wenn ich Watt sage, wissen alle, was ich meine. Aber was ist Watt überhaupt? Watt, das ist eben Watt. Und aus Watt kann man auch Watt machen. Man kennt doch das Sprichwort, wer Watt hat, der ist auch Watt. Wenn jemand heiraten möchte, dann sucht er sich Watt. Dann hat er was für das Herz und für das Gemüt und was für das ganze Leben. Bei der Hochzeitsfeier ist dann ordentlich was los. Da wird was gegessen, was vorgetragen und was getanzt. Und auf der Hochzeitsreise, da sieht man was, da hört man was und da erlebt man was. Was später erlebt man noch was, man erwartet was. Die Nachbarn haben natürlich schon was bemerkt. Sie tuscheln miteinander. Da kommt was an! Und eines Tages heißt es dann, jetzt haben sie was. Und wenn sie dann wirklich was haben, dann hat es jeden Tag was. Schreit das Kind, dann fehlt ihm was. Vielleicht hat es Hunger, dann kriegt es was. Wenn es dann immer noch schreit, dann hat es was anderes. Oder es hat bloß was gemacht. Dann kommt das Kind in die Schule, damit es was lernt. Nach der Schulzeit geht das Kind in die Lehre oder studiert, damit aus ihm was wird. Und dann ist das Kind irgendwann erwachsen und hat sein eigenes Leben. Es kann was und verdient was. Jo, so ist das hier in Norddeutschland mit dem kleinen Wörtchen wat. Wat? 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 Und, was ich noch sagen wollte, tschüss, bis zum nächsten Mal.